Herzlich willkommen, Linda Zawakis. Ja, danke. Vielen Dank für die Einladung. Du fängst direkt an. Ja, uns wurden Fragen aufgeschrieben. Ach so, keine Pralinen. Ja, gut. Pass auf, es geht los. Oh, wer von euch ist mehr auf Social Media unterwegs? Geht ja gut los. Ich möchte es ungern sagen. Ich glaube, ich habe ein bisschen mehr Follower als du. Es kommt drauf an, wo. Ach, wieso? Wo bist du denn noch? Twitter. Achso, ich dachte, jetzt kommt StudiVZ. Twitter? Was Twitter, ja, Twitter finde ich furchtbar. Nervt mich, weil das immer aggro ist und immer negativ. Ich glaube, bei Insta habe ich, glaube ich, 114.000. Ich weiß nicht, ist das gut? Ist das nicht gut? Das ist gut. Ich bin bei Insta relativ defensiv. Da habe ich um die 30. Bei Twitter habe ich 300.000. Alrighty. Das ist aber, ich bin da auch nicht mehr so aktiv, weil du hast völlig recht, das ist sehr, es ist schon sehr aggro. Aber ich bin da, ich glaube, die meisten habe ich durch die WM 2014 bei Twitter. Ah, und die schleifst du jetzt mit, ne? Die gehe ich weg, sondern ich bleib ja. Und ab und zu schreibe ich was und manchmal halt nicht. Dann darf ich jetzt, ne? Facebook müssen wir auch noch erwähnen für die älteren Leute. Weiß ich nicht, ich habe 70.000. 20 oder so, glaube ich, weiß ich. Aber ich weiß. Also wir einigen uns auf Unentschieden. Ja, okay, alles klar. Bei mich. Also, auf was freust du dich in der Sendung? Alright. Ich freue mich, weißt du was? Auf diesen riesigen Bauchladen, den wir haben. Also wirklich von ernsten Themen. Natürlich sollen die Themen alle uns bewegen, sollen immer relevant sein, aber es wird ernst, es wird aber auch lustig, hoffentlich. Es wird sicherlich auch manchmal traurig. Und dass wir das alles in 2 Stunden reinpacken können, das finde ich schon gut. Und du? Gegenfrage war das ja. Ja, ich kann das nur bestätigen. Also ich glaube, wir haben einfach alles drin. Und wenn ich mir so angucke, wie wir an die Themen rangehen wollen, dann habe ich schon das Gefühl, dass da auch doch mal ein anderer Ansatz ist oder halt ein anderer Schwerpunkt in der Geschichte rausgesucht wird. Und ich glaube auch, dass das eine schöne Mischung wird und für jeden was dabei sein wird. Welchen Gast wünschst du dir? Ganz viele. Also wäre ich jetzt 3 Bälle in den Markt, würde ich sagen, Richard Branson soll gerade mal aktuell erzählen, wie war es so im All. Jogi Löw soll mal so erzählen, wie war es eigentlich so als Nationaltrainer, besonders nach 2014, denn bis dahin war ja alles super. Und Maike Ister war die Protagonistin bei Nicht selbstverständlich, die Pflegerin, die ganze Schicht lang begleitet wurde bei dieser großartigen Doku von Joko und Klaas inszeniert und die Idee war von ihnen und ProSieben hatte einfach die Eier, das einfach mal durchzusenden und das war großartig und würde ich gerne mit ihr drüber reden, was sie jetzt erhofft und dass sich irgendwas mal ändert im Pflegenotstand. Ja, alles klar. Und du, auf wen freust du dich, wenn es Also ganz ehrlich, wenn sie bereit wäre, dann natürlich so jemanden wie Angela Merkel, einfach so, wie ist es, eine Bundeskanzlerin im Ruhestand zu sein? Oder ihren Mann, wie waren eigentlich die 16 Jahre, wenn Angie eigentlich die ganze Zeit von morgens bis abends arbeitet, um die Welt fliegt und so. Also die Kombi finde ich total spannend. Ja, und wenn ich persönlich, ich liebe ja Anke Engelke. Wer die hat, es gab ja so diese Zeit noch Wochenshow und so. Und dieses, ich weiß, das darf sie ja auch nicht mehr, Rickys Popsofa und so, das hat mich... Da saß ich wirklich noch, auch mit meinen Brüdern, obwohl die älter sind und auch schon so, wir saßen wirklich gebannt vorm Fernseher und haben es zusammen geguckt und uns weggeschmissen. Und das brennt sich dann irgendwie so ein. Das ist so ein bisschen wie so eine Ikone. Und die zu Gast zu haben, das wäre einfach... Eine Reise in die Kindheit. Ja, so ein bisschen. Ich finde die einfach toll. Die ist auch super. Ja, schöne Kombi. Finde ich gut. Hast du gute Tipps gegen Nervosität für mich? Ja, du machst das ja noch nicht so lange, Matthias. Weißt du aber tatsächlich, also der Trick bei mir, der immer hilft, ist länger ausatmen als einatmen. So, das ist auch wirklich so, Das hilft total. Das ist ein sehr bekanntes Mittel auch der Meditation, ne? So, ich meditiere nicht, gebe ich zu, aber das hat mir irgendwann jemand gesagt und das ist wirklich so vor so einer Sendung, die wird ja dann auch noch live sein, dass man so nachmittags denkt, ach, wird alles.
Und so diese 5 Minuten vorher, wo du so merkst, so dum, 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 und denkst, ach Mist, jetzt ist das Mikro auch noch auf der Herzseite. Das müssen ja jetzt alle mitbekommen. Und dann länger ausatmen als einatmen und es beruhigt dich. Das ist mein Tipp. Das ist gut. Und du? Ich habe eigentlich nicht so, so klassisches Lampenfieber, sondern es ist bei mir eher natürlich so Adrenalinpegel, der knallt dann natürlich richtig schön nach oben. Ich finde das aber auch gut. Ich habe ja in der Tat schon ein paar Sendungen gemacht, aber du ja auch. Ich meine, 20 Uhr Tagesschau, Entschuldigung, da gucken ein paar Leute zu und was weiß ich, WM-Finale Rio, haben auch ein paar Leute geguckt. Und wenn du da nicht unter Strom stehst und voller Adrenalin bist, dann hast du auch echt den falschen Job. Ich finde das total wichtig, weil man auch dadurch wach ist und man ist konzentriert und man hat alle Antennen an. Also ich glaube, wenn ich irgendwann mal in eine Live-Sendung gehe und ich denke so, ja, hallo, ne, dann kann ich auch aufhören. Jetzt bin ich aber gespannt. Wie läuft die Zusammenarbeit zwischen euch? Welche Zusammenarbeit? Jeder macht sein eigenes Ding. Nein, Matthias kann mich immer noch nicht schminken. Es ist so. Dabei habe ich mir so Mühe gegeben. Ja. Guck mal. Und ich finde, es ist so schlecht ist es gar nicht geworden. Ich finde eigentlich, dass es, obwohl man natürlich wirklich noch nicht ganz viel sagen kann, wir haben genau 0 Sendungen gemacht, aber ich finde von der ersten Sekunde an, dass das total gut matcht. Die Chemie, ne? Ich mag dich total, du hast einen guten Humor. Und ich habe ihn nicht bezahlt. Du siehst das Ganze auch als, du hast voll Bock drauf, aber es ist auch nicht Fernsehen und Job ist nicht das Wichtigste der Welt, sondern das Wichtigste der Welt ist, dass es der Familie gut geht, dass man irgendwie das zu Hause alles klar läuft und so. Und da sind wir uns in vielen Dingen so gleich und so ähnlich und das ist ein gutes Gefühl. Welche Schlagzeile wollt ihr über die Sendung lesen? Wann? Nach der ersten? Nach der ersten. Ohne Zoll kann ich montags abends nicht einschlafen. So relativ defensiv. Das Leben hat ohne Zoll keinen Sinn mehr. Nee, ich würde sagen, gut gemacht, weiter so. Das würde schon reichen. Ja. Gut gemacht, weiter so. Es ist ja klar, dass unsere erste Sendung sicherlich nicht die beste sein wird, die wir vielleicht in Zukunft machen werden, weil alles sich noch einruckelt, aber wenn man sich auch so die Redaktion anguckt und wie viel Bock alle haben und wie on fire alle sind und so. Das ist echt, das kann man tatsächlich mal an dieser Stelle sagen. Also total. Dieses Team, was hinter uns steht, ist einfach der Knaller. Die haben so viel Adrenalin, so viel Red Bull kann ich gar nicht trinken. Das ist wirklich also so ein Motivationstanker, der hinter uns läuft. Das ist einfach ein schönes Gefühl. Und trotzdem haben sie immer ein offenes Ohr, wenn man irgendwie eine Idee hat und sagt, lass uns doch vielleicht das machen oder ich weiß nicht. Also es ist nichts komplett eingefahren und steht jetzt irgendwie nicht so ein Riesenkonzept da, was unbedingt auch Stand jetzt 1:1 umgesetzt werden muss, sondern es ist alles so ein bisschen floating. Das fühlt sich gut an. Sehr gut. Was möchtest du, dass deine Mitmoderatorin auf keinen Fall macht? Uso trinkt während der Sendung. Angst, kann ich dir versprechen. Weil ich weiß. Es schmeckt dir. Nein, du darfst alles machen und ich will auch, dass du alles machst. Wehe, du beschneidest dich irgendwie in irgendeiner Form, dass du sagst, oh nein und so. Das mache ich lieber nicht oder das Super ist doch live. Ja. Mach alles. Krieg einen Lachanfall und vielleicht ist nicht beim ernsten Thema der Welt, aber wenn irgendwas lustig ist, wenn irgendwas albern ist, raus damit. Wenn irgendwas traurig ist und uns läuft eine Träne runter oder wir müssen selber schluchzen, alles völlig in Ordnung. Du darfst alles machen. Geil, dann übe ich nochmal meine Radwende. Ne? Ah, nee, du bist ja dran. Ich bin dran. Ja. So, zack, ey, wir haben ja noch so viele. Wer wird vor der Live-Sendung aufgeregter sein? Das hat man ja gerade. Ja. Eigentlich, weiß nicht.
Ja, vermutlich ich. Also du kennst ja den Laden schon ein bisschen. Ja, aber die Sendung ist ja auch neu. Ja, trotzdem. Also du bist aber schon hier eingegroovt da auch für die Zuschauer. Ich bin ja quasi aus meinem Arztkittel der Tagesschau, den habe ich zur Seite gelegt und darf mich jetzt im T-Shirt präsentieren. Und das ist schon vielleicht was anderes. Das fängt ja bei dir schon optisch an, ne? Also irgendwie, dass man so, dass du auch andere Sachen jetzt ja, tragen das darfst. Ist, ne? Das ist so, und man ist, hat das noch so komplett drin. Kann ich jetzt hier eigentlich mit freiem Arm sitzen oder soll ich den ein bisschen abdecken? Wird das irgendwie zu frivol und so? Also sowas ist noch komplett drin. Und das heißt jetzt nicht, also keine Sorge, ich werde mich... Erste Sendung, Linda, bauchfrei. Nackt. Bauchfrei, no. Das tut mir leid. Dann, das macht dann Matthias. Bauchfrei kann ich, ja.